Ja, ich sitze hier vor meinem Auto und ich oder wir sind jetzt gerade vom Rainbow zurückgekehrt und werden jetzt unsere erste Nacht in dem Transporter schlafen. Oder Transporter oder Auto, je nachdem, wie man das nennt. Und bin sehr gespannt, war schon lange aufgeregt und ja, voller Vorfreude, bis der Tag kam. Es hat sich bis jetzt nicht ergeben, weil ich hatte im Zelt mit und habe immer im Zelt geschlafen. Und jetzt tatsächlich die erste Nacht, wo wir hier am See, das ist der Sediner See, wo wir da die Nacht verbringen werden. Bin gespannt, wie es läuft und werde euch berichten. Ja, wie war denn nun die erste Nacht im Auto? Also zum einen möchte ich sagen, diese Nacht kann ich als Standard herhalten, aus dem einfachen Grund, weil ich sehr großen Durchfall hatte. Ich war insgesamt fünfmal in der Nacht auf dem Klo, also aus dem Auto raus und habe mir mit meiner Schaufel, ich kann euch die mal verlinken, die ich mir gekauft habe, so eine ganz kleine praktische Schaufel, habe dann Löcher wie so ein Maulwurf gebuddelt, jedes Mal ein anderes Loch und habe dann rein gedurchfallt und Klopapier reingenommen, biologisch abbaubares und ja, und dann die Erde wieder zugemacht, sodass man das nicht sieht. Man sieht es schon, dass da gebuddelt wurde, aber ja, es ist jetzt nicht, dass ich jemand dran stören könnte. Das sah ganz lustig aus, dann heute Morgen, wo ich losgefahren bin oder wo wir losgefahren sind. Diese kleinen, nein, Hügel waren es ja nicht, aber diese aufgelockerten Stellen, wo man gesehen hat, was ich in der Nacht veranstaltet habe. Also, das ja, war also dann kein Standard. Die Nacht war ja aus dem Grunde halt nicht so angenehm. Aber man kann ja trotzdem mal ein kleines Resümee machen. Also, zum einen, es ist sehr, sehr warm. Es ist jetzt auch wieder total warm. Ich bin hier im Auto. Es würde mich nicht wundern, wenn jetzt hier die Schweißperlen während des Videos rollen würden. Aber man kann so sagen, wenn am Tage war 32 Grad und wenn wir dann so 19:30 Uhr, 20 Uhr haben, dann kann man in dem Auto, was in der prallen Sonne steht, mit diesen Fliegengittern, ich hatte ja Fliegengitter eingesetzt, das habe ich euch ja in dem Video gezeigt und ich kann euch auch die Fliegengitter noch verlinken, die ich für das Auto genutzt habe. Und da konnte man wunderbar drin schlafen und draußen waren trotzdem noch 24 Grad. Also von daher, ja, war alles wunderbar, auch durchlüftet. Es war etwas wärmer, aber es ging eigentlich klar. Um 21 Uhr bin ich dann ungefähr eingeschlafen und zu zweit ist es für Normalsterbliche wunderbar möglich zu schlafen mit dieser Konstruktion. Ich denke mal, ihr kennt alle die Playlist, wie ich das Auto ausgebaut habe. Wenn nicht, verlinke ich die euch, so denn ich es nicht vergesse. Ansonsten schaut ihr einfach auf meiner Kanalübersicht, geht auf den Kanal War Spirit und dort geht ihr auf Videos oder geht auf Playlists und da könnt ihr auch konkrete Videos auch suchen. Viele sagen, Mensch Christian, hast du mal ein Video über MMS gemacht oder über irgendetwas? Dann frage ich mich immer, hey, wenn du das wirklich wissen willst, warum gehst du nicht einfach auf die Kanalübersicht, klickst auf Videos und gibst in das Suchfeld MMS ein? Und dann wirst du sehen, was ich für Videos schon gemacht habe zu gewissen Themen. Gut, also das wollte ich einfach nur mal so nebenbei mal fallen lassen, weil frage mich dann halt eben doch, wie hoch ist denn die Motivation, dass man dann wirklich etwas wissen möchte, wenn man eine Frage stellt und was tut man dafür? Ähnlich, wenn jemand noch nicht mal in Google gesucht hat, bevor er eine allgemeine Frage stellt. Ja, wir waren am Sediner See und da war ein bisschen ärgerlich, dass wir nicht in den See hinein konnten, weil irgendwie alles abgesperrt war an der Stelle, wo wir waren. Das waren also Privatgrundstücke, deswegen hatten wir zwar einen Blick auf den Sediner See, aber naja. Der Schlafkomfort im Auto war, wie ich schon sagte, für zwei Menschen, die auch gut miteinander eng können und die das auch gewohnt sind, zu zweit zu schlafen, absolut ausreichend. Ich habe da meine Matratze, die ich ja auch zu Hause nehme, die absolut beste Matratze, die es ever gibt. Und auch die verlinke ich euch, wenn ich dran denke, unten noch. Und ja, da war keine Wünsche offen und ich denke auch drei Menschen können auch da schlafen im Auto. Und theoretisch könnten auch vier Menschen in diesem Auto hier schlafen. Drei hinten auf der Carbock-Matratze und einer für quer hier vorne. Weil hier gibt es keine Mittelkonsole, man kann einfach die Handbremse nach unten machen, den Gang nach vorne schalten und hier ja quasi so ein kleines Loch ausfüllen mit Sachen. Und dann können hier auch vier Leute in dem Auto bequem schlafen. Mehr oder weniger bequem. Ich selber bin aber so ein Sonderfall. Das bedeutet, ich mache mal das Fenster auf jetzt, weil es doch ein bisschen warm ist.
Ja. Größte oh, jetzt kommt noch in dem Ganzen. Gleich wieder ausmachen, sonst kommen hier in Copyright-Probleme. Ich dachte nur wegen den Autos, die hin und wieder hier langfahren. Ja, also ich bin jemand, der im Schlaf schon mal jemanden eine Nase gebrochen hat. Und dadurch habe ich halt immer noch so ein Thema, dass ich ungern mit jemandem neben mir einschlafe. Weil ich nachts, wenn ich träume, also ich schlafwandle auch oder habe geschlafwandelt. Das letzte liegt 12, 13 Jahre zurück, dass ich ein Feedback erhalten habe, dass ich also aufgestanden bin und Dinge gemacht habe, ohne dass ich davon wusste. Und ich rede zwar im Schlaf, aber ich schlage halt auch mal zu im Schlaf. Und das weiß ich nicht, da habe ich auch kein Feedback erhalten die letzten Jahre, aber ich habe halt jemandem mal die Nase gebrochen. Und deswegen habe ich halt irgendwie Angst, neben jemandem einzuschlafen und brauche da so ein bisschen mein Space. Aber es ging trotzdem hier im Auto und die liebe Cecile hat auch keine gebrochene Nase. Es war am Anfang halt für mich einfach nur etwas schwerer einzuschlafen, aber ja, mittlerweile geht das auch. Also, aber trotzdem, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich immer lieber allein schlafen. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Seid ihr so typische Alleinschläfer oder seid ihr auch so jemand, der sagt, okay, ich brauche das oder ich finde das schön, aneinander knuddelt einzuschlafen? Ja, könnt ihr mir mal sagen. Ansonsten, was auch interessant ist in dem Auto, jetzt kann ich sagen, der Umbau vom Mobil, in dem ich andere Menschen mitnehmen kann, also Tramper oder generell wir zu Field fahren, zu einem Schlafwagen, 4 Minuten. Das sind 4 Minuten, die der Umbau braucht. Ich muss im Endeffekt die Sitze einklappen, die Kopfstützen entfernen, die Stahlträger einsetzen und das war's. Und das dauert ungefähr 4 Minuten. Und das finde ich halt wunderbar, weil das ist genau mein Traum gewesen, also ein universales Mobil, wo ich halt zum einen viele Menschen von A nach B befördern kann, die ansonsten vielleicht in 3, 4 verschiedenen Autos fahren würden und in dem ich auch schlafen, leben, wohnen kann und das trotzdem alles noch in einem kompakten Abmaß. Ich bin total zufrieden mit diesem Auto bisher. Ich kann mir nicht vorstellen, eine bessere Wahl getroffen zu haben, was das Auto angeht. Das Auto im Speziellen, kann ja sein, dass es jetzt bald der Motor platzt oder sowas, keine Ahnung, aber dieser Dacia Logan, der leider nicht mehr produziert wird, es gibt ein Nachfolgemodell, der Logan MCV, der viel flacher ist und damit eigentlich auch schon rausfällt und ja, den gibt es leider nicht mehr, aber dieses Auto ist einfach auch von der Sache an sich, also von dem ganzen Grundkonzept, was Dacia verfolgt, einfach ja, total zufriedenstellend und ja, meine erste Nacht hat das eigentlich bewahrheitet, dass ich einen guten Kauf getätigt habe und schon alleine das Wissen, dass wenn dieses Auto dann irgendwann platzt, dass dann eben so, denn es noch gebrauchte Dacia Logan irgendwo rumfahren, ich mir wahrscheinlich dann auch wieder so einen gebrauchten Dacia Logan kaufen würde, weil das Konzept, ich mache das wie gesagt noch in einem anderen Auto, weil ich das in einem anderen Video, weil ich das besonders nochmal hervorheben möchte, das Konzept von Dacia und ja, wie das halt für, sage ich mal, für den bewussten Menschen eigentlich genau das ist, was alternativlos ist auf dem Automarkt. Gut, also die erste Nacht, wie gesagt, trotz Durchfall, alles in allem eine positive Erfahrung. Man kommt auch sehr, sehr schnell raus aus der Tür. Man geht nicht hinten raus, sondern man geht in die Seitentüren raus. Das ist eine gewisse Art und Weise, wie man dann aus- und einsteigt, aber das geht gut von der Hand. Und trotz Durchfall, es musste ja schnell gehen, wunderbar auf, zu. Und mit dem Fliegengitter hat sich auch total gelohnt, dass ich die dran gemacht habe. Lüftung ist da. Man entscheidet dann immer, ob man die Gardine zuzieht oder nicht. Wenn die Gardine zu ist, natürlich noch weniger Luft. Wenn die Gardine offen ist, dann kann man halt reinschauen. Aber wir waren an einem Ort, wo nur kleine Datschenbesitzer oder Wanderer vorbeigehen. Und mein Gott, dann sehen die mich schlafen oder sehen die meinen Penis. Ja, dann ist es eben so. Und ja, also alles gut und positive Erfahrung und wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.